Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Macht Pläne für die Liebe. Was wollt ihr in den kommenden Wochen und Monaten alles Tolles unternehmen? Singles können die Liebe auf Reisen oder auf einer Fortbildung finden. Trotzdem steht für diesen Monat auch einiges an Beziehungsarbeit an. Dazu gleich mehr. Jetzt erst noch der Hinweis, dass wir nachher noch einmal eine Verlosung haben. Auch diesmal gibt es wieder was bei mir zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, also dazu, wie die Sterne langfristig für euch stehen. Ihr habt ein schönes Trigon, also einen entspannten Aspekt von der wilden Göttin Lilith, die bei euch im Haus der Kreativität steht. Das könnte bedeuten, dass ihr euch auf besonders prickelnde Affären einlasst, die in euch etwas zum Klingen bringen, was vielleicht lang verschüttet war oder was euch kreativ macht oder wirklich euch so eine Kreativität bringt, die ihr vorher gar nicht so an euch kanntet. Das wäre besonders für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 26. Juli und 3. August Geburtstag haben, die spüren diesen Aspekt. Lilith ist ja die wilde Göttin und ihr könnt jetzt auf eine spielerische Art und Weise in Kontakt mit der inneren Göttin kommen oder wenn ihr ein Löwe-Mann seid, auch wirklich eine Affäre mit einer Frau anfangen, die euch von den Socken haut. Genau. Dann habt ihr ja Jupiter auch in einem schönen Aspekt zur Löwesonne und das ist grundsätzlich erstmal ganz toll. Für die Löwen nur steht er diesen Monat, wie schon in der kosmischen Schwingung erwähnt, in einem harten Aspekt zu Pluto und der steht für euch im Haus des Jobs, ja, und des Arbeitsalltags. Das heißt also, es kann schon sein, dass eure Freude beeinträchtigt wird, weil ihr eben im Job einiges zu schultern habt oder auch Schwierigkeiten habt, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Und das betrifft diesen Monat besonders diejenigen, die vom 6. bis 14. August Geburtstag haben. Dann habt ihr den wilden Uranus auch in einem schönen Aspekt zur Löwesonne. Das heißt, die Aufregungen reißen nicht ab. Es ist viel Abwechslung in eurem Leben. Und ihr denkt vielleicht auch wirklich über die Zukunft nach und macht Pläne, vielleicht auch kühne Pläne, auch was den Gebrauch neuer Techniken angeht. Das würde für euch auch begünstigen, Internetbekanntschaften zu finden. Und zumal auch wirklich, wenn diese aus dem Ausland kommen. Und das betrifft die Geburtstagskinder besonders, die zwischen dem 14. und 20. August Geburtstag haben. Ja, dann ist da ja noch der Saturn, der steht auch günstig zur Löwesonne und begünstigt eben, dass aus diesen aufregenden Begegnungen oder auch neuen Plänen, die er macht, auch wirklich was Solides werden kann. Das ist eigentlich ganz positiv, denn der Löwe liebt zwar Aufregung und auch Überraschungen, aber er liebt eben auch, dass er gewisse Dinge unter Kontrolle hat und dass er weiß, wie es abläuft. Und das steht eben auch ganz gut für euch. Und das betrifft die Geburtstagskinder, die vom 18. bis 22. August Geburtstag haben. Genau. Und dann habt ihr ja auch die Venus noch, die rückläufige Venus in einem harmonischen Aspekt noch zu eurer Sonne stehen, jetzt ganz zu Anfang des Monats und dann wieder ab dem 28. April. Das ist ja auch schön. Schauen wir jetzt in die aktuellen Konstellationen, beginnend mit dem Neumond vom 28. März. Und da ist eben hier das neunte Haus der großen Pläne ganz stark angesprochen. Also zu dem Neumond empfiehlt es sich wirklich, sich Zeit zu nehmen und nachzudenken für die nächsten 4 Wochen, aber eben auch langfristig, wo will ich hin und eben auch in der Liebe, wo ihr hin wollt, wo es hingehen soll. Wenn ihr noch Single seid, dass ihr euch nochmal wirklich klar macht, wie soll euer Traumpartner aussehen, um das Unterbewusstsein da so ein bisschen drauf zu programmieren und damit dann eben auch mit entsprechenden Antennen durch die Welt zu gehen. Ihr müsst natürlich wissen, die Venus, die eben auch hier mit dabei steht, die ist ja rückläufig. Das heißt, Liebespläne können sich noch mal ändern. Ab dem 15. wird sie wieder direktläufig, also bis dahin vielleicht die Pläne noch so ein bisschen unter Vorbehalt machen. Auch Merkur wird am 10. des Monats rückläufig. Das macht aber nichts. Es geht ja wirklich auch darum, was das für Herzenspläne sind. Ja, ob die Daten nachher stimmen, das ist nochmal eine andere Sache. Da kann sich nochmal was dran ändern. Aber ob ihr das wollt oder nicht, das wird auch gleich bleiben. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall in die Zukunft denken. Das ist also dieser Neumond. Dann haben wir zum Monatsersten Schwungplanet Mars und auch den Merkur in einem guten Karriereaspekt für euch. Der steht nämlich für euch im 10. Haus. Entspannung zur Löwesonne. Das kann euch auch ein bisschen gereizt machen, aber das bringt euch auf jeden Fall auch voran.
Es sind da aber Konflikte mit Vorgesetzten möglich in der Zeit. Und zwar bis zum 8. April betrifft das die zweite Dekade Löwe und bis zum 22., nee, 21. April dann die dritte Dekade des Löwezeichens. So, am 1. haben wir dann gleich einen Top-Tag. Ausgehen mit Freunden habe ich hier reingeschrieben, denn der Mond betont dann bei euch das Haus der Freundschaft und das ist auch sonst schön unbelastet. Insofern denke ich, werdet ihr da viel Spaß haben. Und das ist ja auch ein Samstag. Am 3. geht dann die Venus auf in ihre Rückläufigkeitsphase zurück in die Fische und damit bei euch ins Haus der festen Partnerschaften. Das ist ganz wichtig, denn dort wird sie einen harten Aspekt bilden. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also gerade Löwen in festen Partnerschaften haben einiges zu schultern. Da steht ein bisschen Beziehungsarbeit an, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Am 5. haben wir wieder einen Top-Tag für euch. Und da ist der Mond im Löwen, betont euer eigenes Zeichen, bringt also die Energie zu euch hin und bildet hier gleichzeitig eine Verbindung zur wilden Lilith, die bei euch im Affärenhaus steht. Also vielleicht der Beginn einer prickelnden Affäre. Dann haben wir die kritische Phase, die ab dem 7. anfängt, eben weil die Sonne hier dann dieses Spannungsdreieck aktiviert. Und bei euch betrifft das die Bereiche eben eure Pläne, ne, das, wo ihr hin wollt. Und euren Arbeitsplatz. Und es könnte eben sein, dass Stress und Herausforderungen am Arbeitsplatz, die eventuell auch das Finanzielle betreffen, die eure Beziehung belasten können. Und es kann auch sein, dass hier einfach durch diese Herausforderungen am Arbeitsplatz eure Pläne, die ihr hier gemacht habt, nochmal durchkreuzt werden. Das wird dann auch nochmal besonders am Vollmond deutlich. Der Vollmond wirft noch mal ein Licht darauf, was ihr euch überlegt habt, wo es für euch hingehen soll, was ihr für Pläne gemacht habt und ob die sich auch hier mit eurer Arbeits- oder auch Alltagssituation in Einklang bringen lassen. Ne, da haben wir wieder das Affärenthema. Ne? So mancher Löwe ist vielleicht gerade in jemanden verliebt, mit dem er gar nicht zusammen ist und merkt jetzt, dass das seinen Lebensalltag ganz schön durcheinander bringt. Also da ist eine Herausforderung möglich. Ne? Können aber auch eben einfach nur ganz normal Pläne betreffen. Es muss jetzt nicht die Liebe sein, aber auf jeden Fall diese Arbeitsplatzsituation, die ist nicht ohne. So, am 10. wird ja dann auch noch Merkur rückläufig und das bei euch im Haus der Karriere. Das kann auch nochmal dazu führen, dass vielleicht Zusagen zurückgezogen werden oder Termine nicht zustande kommen. Da müsst ihr einfach mit rechnen. Das ist auch eine Zeit, in der ihr vermeiden solltet, Verträge, die eure Karriere betreffen, zu unterschreiben. Bis zum 3. Mai dauert die Phase, ne? Da wäre ich vorsichtig dann mit sowas. Ja, dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am 15. Das ist ein Samstag. Das ist nochmal gut für diejenigen, die nicht gebunden sind und die frei sind, zu tun und zu lassen, was sie wollen, weil das auch nochmal Affären begünstigt, aufregende sexuelle Erlebnisse begünstigt, dieser Tag. Und vielleicht ist es dann eben auch ein Flirt, der dann auch gleich ziemlich kuschelig wird. Die Venus wird am 15. ja dann in dem Fischen und damit in eurem Haus der festen Beziehungen wieder direktläufig. Das heißt, so ganz langsam können vielleicht auch Liebespläne wieder in den Vorwärtsgang gehen. Aber zunächst mal muss die Venus dabei durch dieses harte Quadrat zum Saturn durch. Und da vermute ich, steckt auch noch mal das Potenzial drin, dass es jemand Drittes vielleicht gibt, ja, also jemand, in den ihr vielleicht verliebt seid oder der in euch verliebt seid. Und das ist natürlich dann nicht gut, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Also hier steht die feste Beziehung so ein bisschen auf dem Prüfstand. Und da müsst ihr einfach dann auch Geduld üben und eurer festen Beziehung eine Chance geben. Das ist ganz wichtig. Also ich würde in der Zeit nichts machen. Ich würde die Situation aussitzen. Ich würde wirklich auch Verständnis zeigen für den anderen, auch für euch selber. Es kann hier auch wieder um dieses Thema gehen, wie ich es in der kosmischen Schwingung beschrieben habe. Werden die Bedürfnisse des Partners erfüllt, werden eure Bedürfnisse erfüllt. Und das kann zum Beispiel hier, weil es das 5. Haus ist mit Saturn, kann es auch bedeuten, dass vielleicht der eine von euch beiden den anderen unter Liebesentzug setzt, also unter Sexentzug. Das kann es auch heißen, dass ihr dann vielleicht einfach abends nicht mehr euch in den Arm nimmt. Und das würde ich gar nicht machen. Also ich würde wirklich so dafür sorgen, dass die intimen Momente, also wenigstens so eine Nähe auf jeden Fall bestehen bleibt, dass ihr euch da nicht voneinander abwendet, wenn ihr spürt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und dann einfach die Situation ein bisschen aussitzen, denn schon ab dem 21. wird sich diese Situation dann entspannen.
Am 19. geht die Sonne erstmal in den Stier, 19. abends spät, das heißt auch dann in euer Karrierehaus. Das wird dann auch nochmal zum Neumond spannend. Während der Merkur wieder zurück in den Widder geht, damit eben raus aus eurem Karrierehaus. Das heißt, diese Missverständnistendenz, die lässt dann da ein bisschen nach. Das ist ganz gut für euch. Ein Top-Tag ist ja auch der 21. auch, weil ihr da Spaß und Flirt mit einem guten Ausgang erleben könnt. Denn da haben wir hier den Mond in eurem Partnerhaus, der gute Aspekte zu diesem Stressaspekt bildet. Also wenn ihr hier Stress hattet, dann könnt ihr da vielleicht einfach mal ein bisschen abschalten. Also hier, das heißt, in eurer Beziehung vielleicht Stress habt, vielleicht geht ihr einfach mal aus mit ein paar Freunden und amüsiert euch ein bisschen, um dann wieder auf neue Gedanken zu kommen, sozusagen. So, ja, und am 21. geht dann auch der Mars ins Zeichen Zwillinge und das ist super für euch, denn er steht dann im schönen Aspekt zur Löwesonne, bringt Unterstützung, bringt Schwung in Freundschaften, kann natürlich auch Konflikte mit Freunden anzeigen. Darf man nicht verschweigen, aber es ist halt gut, wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr viel unternehmt, weil Mars ist ja so ein Handlungsplanet. Und wenn er dann in die Zwillinge geht, begünstigt er auch Internetbekanntschaften. Also Schwung mit Freunden habe ich hier stehen. Vielleicht geht ihr zusammen sporteln, das würde euch gefallen. Der Neumond ist dann sehr interessant, weil der bei euch im Haus der Karriere stattfindet am 26. und damit dann die nächsten 4 Wochen im Mai über sind Gedanken darüber, was ihr erreichen wollt in eurer Karriere, aber auch was die persönliche Lebensplanung, eure Ziele angeht. Da könnt ihr da ein Stück vorankommen. So, am 28. geht dann die Venus wieder ins Zeichen Widder, damit wieder in einen guten Aspekt für euch in euer Reisehaus. Das kann bedeuten, dass ihr die Liebe auf Reisen findet und dann habt ihr auch noch eine schöne Konstellation für ganz tolle Geistesblitze und Einfälle. Schreibt es euch auf, denn der Merkur ist rückläufig. Kann sein, dass ihr es schnell wieder vergesst, damit ihr das dann noch im Kopf habt, wenn er wieder direktläufig wird. So, zum Tanz in den Mai steht ja der Mond im Krebs. Das kann bedeuten, dass Leute empfindlich reagieren oder auch bei euch im 12. Haus vielleicht, dass jemand für euch schwärmt und ihr habt es gar nicht mitgekriegt und ihr tretet dann ins Fettnäpfchen. Also ein bisschen aufpassen und nicht wundern, wenn Flirts oder auch euer Partner an dem Abend besonders empfindlich sind. Soweit also eure Konstellationen für den April. Wenn ihr euch spontan interessiert für eine Frage zu eurem Horoskop, könnt ihr gerne an meinem nächsten Webinar teilnehmen, Antonias Sterne, am 24. März jetzt. Und euch da anmelden. Nähere Infos dazu dann auf meiner Webseite und auch zu meinen sonstigen Kursen rund um die Astrologie. Ja, und zur Verlosung. Diesmal verlose ich ein schriftliches Partnerhoroskop mit dem Computer erstellt, das nach den Texten, die ich dafür auch geschrieben habe. Und das ist dann für euch und einen Partner und da gucken wir, wie ihr zusammenpasst und das bekommt ihr dann als PDF. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen netten Kommentar postet, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Genau. Und wenn ihr für eine Beratung für euch selber wollt, bin ich natürlich jederzeit für euch da. Schaut euch doch dazu einfach mal auf meiner Webseite um. Da findet ihr alle Informationen rund um meine Beratung. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.